ist wirklich der Mund. Was hilft mir das schönste Gesicht, wenn die Frau vor mir steht wie das Kaninchen vorm Gewehrlauf? Hatte ich auch alles schon gehabt. Ja? Also, dass ich wirklich gedacht habe, Mensch, Mädel, du bist jung, du bist hübsch, du siehst knackig aus, aber du guckst mich an, als ob ich dich erschießen möchte. Das wird hier nichts mit uns. Dann nehme ich mir die auch zur Brust. Musst du dich erstmal zurecht. Ich korrigiere das dann gegebenenfalls. Es gibt bestimmt so Fotografen, die stellen sich hin und machen dann wie den Hampelmann oder schreien, hey, super, ganz toll, ja, gib mir mehr. Und das bin ich halt nicht. Mach mal jetzt den Knopf eins tiefer zu. Es ist unglaublich schwer, einen Mann, der nicht in Form ist, zu fotografieren, wohingegen eine Frau, die ein paar Kilo zu viel hat, ein viel reizvolleres Fotoobjekt ist. Weil es ja darum geht, Linien einzufangen, Rundungen, diese Üppigkeit zu zeigen. Und ja, da sind Frauen tatsächlich die dankbaren Fotomotive. Es gibt sehr selbstbewusste Frauen, die zu mir kommen, die sich ihres Körpers sehr bewusst sind, die sich sehr mögen, die sich sehr annehmen. Und die das einfach festhalten wollen. Also die sagen so, ich bin jetzt jung, ich bin knackig, ich gefalle mir gut. Ich hätte gern ein schönes Foto, ein ästhetisches Foto, dass ich mich einfach daran mein Leben lang erfreuen kann. Dann gibt es Frauen, die, ja, ich sag mal, die sich so ein bisschen verloren haben in ihrer Weiblichkeit. Die zu mir kommen, weil sie das für sich selbst machen, um etwas wiederzufinden, was vielleicht mal da war, wo sich einfach herauskristallisiert, dass die sich so im Laufe der Zeit übers Kinderkriegen, über den Berufsalltag, über die Partnerschaft vielleicht auch so ein bisschen selbst aus dem Blick verloren haben. Und die wünschen sich einfach, dass ich durch meine Augen ihnen ein neues Bild vermittle. Ich mache jetzt aus verschiedenen Perspektiven mal so ein paar Aufnahmen, ohne dass ich groß bewegen muss. Also ich knipse die halt nicht einfach nur ab, wenn sie zu mir kommen, sondern ich höre da mal sehr genau zu. Und es ist schon wirklich so, dass sich die Frauen bei mir sehr schnell, sehr intim öffnen, dass sie mir wirklich sehr viel aus ihrem Leben erzählen, dass ich es quasi schon fast das Gefühl habe, es ist ihnen ein Bedürfnis, mir das zu erzählen. Ich lege sie ja nicht in Pose, ich will ja nicht sie dekorieren. Das wäre wahrscheinlich einfacher, jetzt kleine Accessoires zu nehmen, keine Ahnung, Rosenblüten um sie rumzustreuen oder sie dann irgendwelche kitschigen Kulissen zu setzen, wäre bestimmt einfacher, um einen Effekt zu erzeugen, ist aber nicht das, was ich möchte, weil was ich möchte, ist, dass sie danach tatsächlich mit echtem Selbstvertrauen rausgehen. Und das erzeuge ich nur dadurch, dass das Foto, was ich von ihnen mache, sie auch wirklich zeigt.